Wo ist der? Where is he? He's... What are you saying? No. No! No, not again. Not again. Clem, look at me. No matter what happens, just stay out of it. Okay? Just trust me, Clem. Was passiert hier? Stand. You have to trust me. You're gonna see what he really is. Kenny, calm down. Don't do anything stupid. Get out of my way. Kenny? How could you kill a fucking child? I didn't kill him. It was an accident, Kenny. I won't back down from you, Kenny. Shut up! I'm warning you. Kenny, let her talk. I'm done talking, Clem. Clem, stay back. Don't you come near me, you son of a bitch. Kenny! Oh, man! Sie rauch, hör auf, hier, ich kann nicht klicken, ich versuche es. Das funktioniert nicht. Hier, ich versuch's. Oh my god. This is all your fucking fault. Verdammt nochmal. Just go. Fucking psycho. This is on you. Run. Not happening. Please. Oh nein, oh nein, oh nein. I'll fucking kill you. That's fucking cool, huh? Stop! It's over! Listen to me! Get her off! Oh man! Jetzt kommt wahrscheinlich gleich Lees Satz, dass man die beschützen muss, die man liebt. Es sind beide bekloppte Hirnis. Okay. Yeah. Yeah, I think so. Clem. You made the right choice. I let you down. just hang on, Kenny. No, no, you're better off without me. We almost made it. We were close, weren't we? I thought I wanted this, asked for it so many times. Now that it's happening, I'm scared. I'm afraid, Clem. It's okay, Kenny. You're going to see Kutch and Duck. You're going to see them again. Oh, you're always good for a smile.
Es lebt noch. Warum hat sie nicht einfach gesagt, dass es am Auto liegt? Understand if you're upset. AJ was never in any danger. Nein. I was just going to try to talk you into coming with me. I just thought if you saw Kenny like that, you'd know we'd have to leave him. Look, Clem, I'm sorry. I didn't think Kenny would go that far. Upset? You're fucking crazy. How could you do this? I had to do it, Clem. You saw how he reacted. I had to show you what he was capable of. So you put AJ in danger and got my friend killed just to prove a point? It was a stupid plan. I should never have lied to you. But I thought it was the only way you'd see. Oh my God. Kenny, you have to forgive me. Please. We can just leave all this behind us. Please. I did it for you, Clem. For us. We're free now. I forgive you, Jane. Eigentlich nicht, aber wir sind alleine aufgeschmissen. Thank you. Thank you, Clem. You were right about Kenny. All along, you knew what he was gonna do. It's over now, Clem. Let's just put all this behind us. Kenny nicht vollkommen erlöst. Das heißt, er könnte als Walker wiederkommen. Gut. Das wird's gewesen sein. Nein, noch nicht. 9 Tage später. Okay. Es geht noch weiter ein bisschen. Treffen wir noch Krista? Ach, wir sind wieder zurück. Can't see much from here. Come on. Sind also doch nicht nach Wellington. I'm glad you didn't have to see that happen. Ich habe Schlimmeres gesehen. Was habe ich denn schlimmer? Here's the food. Clem, this formula. Bonnie was right. The greenhouse is in good shape. You know, maybe we should stay here a while. See how it goes. Just stay behind me. Ah nein, nicht die beiden, oder? Nee, das sind andere. Come on. They don't look armed. This your place? Yeah. Yeah, it is. Really? Yeah. Why? We need help. My boy, he ain't doing so good. What's wrong with him? Look, don't worry. He ain't bit. Just hungry. We've been walking for weeks. Ran out of food a couple days back. That your kid? Where you girls been? Why do you care? Whoa, I didn't mean nothing by it. You don't want to know. Yeah, sure. We're all walking a tough road. Keep your eye on him. This place needs a lot of work. Yeah? Yeah, we could help you. There's not that much food left. Please. We won't make it another night out here. Look,
I know you don't know us, and I know a lot of people out here say a lot of things, but I'm asking you, as a father, please, don't turn us away. I don't know, Clem. Aber das kann doch nicht deren Kind sein, oder? Bei der Hautfarbe. Oder sie ist nicht seine Frau, sie gehört gar nicht dazu, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Please. We'll die out here. Just give us a chance. Give us a chance to prove ourselves. You won't regret it. I promise you. You have to let us in. Come in. Thank you. Around the side. You sure about this? Nein, absolut gar nicht. And I don't know how long that food will last. It'll take a lot of work. I'm not sure about anything anymore. It's not much. But we'll make it better. Also sollte ich jemals den anderen beiden noch begegnen? We'll be fine. Die bekommen keine Gnade mehr von mir. Sie sind einfach weggelaufen. My name's Patricia. Jane. Thank you, Jane. Don't mention it. Thank you so much. Of course. Wir sollten ihm die Waffe wegnehmen, oder? Cool hat. Ja, thanks. Ah, das wird's jetzt gewesen sein, richtig? Wenn wieder Waffen im Spiel sind, wird es wieder Konflikte geben. Natürlich, die Konflikte werden nie aufhören. Und ganz offensichtlich wird es auch eine dritte Staffel geben. Und das war's mit Walking Dead. Für eine ganze Weile. Okay, das Baby Protected haben sehr, sehr viele andere. Viele andere haben versucht, Luke zu retten. Da habe ich mich tatsächlich, mit der Mehrheit entschieden. Alles klar. Okay, 95% sind nicht, haben Mike nicht gefragt, ob sie mitkommen könnten, bla bla bla. 70% haben Kenny erschossen. Entschuldigung. Ja, das heißt, bei 30% ist Jane gestorben. Wahrscheinlich dann, nehme ich mal an. Und mit wem warst du am Ende? Nur noch 37% waren zusammen mit Jane und der Familie. Also da habe ich mich echt mit der Minderheit entschieden. An sich wäre ich auch nicht mit Jane mitgegangen. Muss ich sagen, aber alleine sind wir aufgeschmissen. Wir könnten kein Auto fahren, jedenfalls nicht sicher. Wir sind im Schneegestöber, wir haben keine Nahrung, wir hätten das Baby wahrscheinlich noch dabei. Von daher, für mich ganz, ganz klare Situation. Klar, Jane hat einen riesen Fehler gemacht, auf die Art und Weise. Also mir persönlich war es ja schon längst klar, dass Kenny total durchgeknallt ist. Und dass sie recht hat. Aber es auf die Art und Weise zu machen, ist natürlich absoluter Bullshit und ja, Kenny, ich weiß nicht, ob man ihn noch hätte retten können in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht ja. Vielleicht hätte es funktioniert. Aber ich glaube eher nicht. Er hat immer gesagt, ja komm, wir machen es besser beim nächsten Mal. Aber er ist nie einen Schritt auf die anderen zugegangen. Und von daher, ja, denke ich, war es sowieso die einzige Entscheidung, sich entweder von Kenny zu trennen oder ihn zu töten. Ich fand echt
die Reaktion von Kenny, als er im Sterben lag, extrem positiv. Ich glaube, da hat er alles begriffen. Und zum ersten Mal in dieser Episode schien er wirklich glücklich zu sein. Hatte ich das Gefühl. Oder ruhig zumindest. Innerlich ruhig. Ja. Genau, das ist im Prinzip das, was ich dazu noch sagen wollte. Und meine Befürchtungen sind nicht eingetroffen. Carver lebt nicht mehr, ganz offensichtlich. Das, was er da angerichtet hat. Ich habe ja gedacht, vielleicht hat Kenny ihn noch verschont oder sowas und er läuft noch tatsächlich lebend umher. Dass das nicht der Fall ist, haben wir jetzt eindrucksvoll gesehen. Und gerade bei diesem Anblick weiß man auch, dass Kenny durchgedreht ist. Ja, dass er psychisch krank ist. War. Naja. Und von daher ist es, glaube ich, die Entscheidung, die man hätte treffen müssen. Weil Jane, gut, ist nicht optimal, aber ich habe damals schon gesagt, in der 4. Episode, glaube ich, dass sie eine Person ist, an der wir hängen bleiben müssen, weil sie weiß, wie man überlebt. Und wenn wir überleben wollen, ist es schon relativ wichtig, mit Jane weiterzuziehen. Auch, also wenn wir eigennützig denken. Jane vertrauen, ich weiß nicht, sie hat uns eigentlich nie großartig was getan, beziehungsweise klar, sie hat uns eben prinzipiell verarscht, kann man sagen. Ja, im Prinzip schon. Gut. Das war's mit Walking Dead. Wie fandet ihr die 2. Staffel? Ich muss sagen, die 1. Staffel, da hatte ich die Person mehr ins Herz geschlossen als jetzt hier in der 2. Staffel, was daran liegt, dass man die Personen in der 1. Staffel, die sind halt komplett neu, die schließt man ins Herz. Und jedes Mal, wenn eine neue Person dazukommt, hat man die alten irgendwie noch im Herz. Und von daher war es schwierig, von den neuen Personen irgendwie einen Platz einzunehmen. Weshalb mich die Tode auch nicht ganz so extrem berührt haben, wie in der 1. Staffel noch. Beziehungsweise hat man sich vielleicht auch an das System gewöhnt, dass hier von nichts Halt gemacht wird und einfach geliebte Menschen ständig sterben. Und was ja auch auf eine Art realistisch ist natürlich, ne? Aber ich muss sagen, dennoch, dass es war extrem schwierig, nach dieser 1. Staffel, nach diesem Ende vor allem der 1. Staffel, weiterzumachen. Es vorwärts laufen zu lassen und irgendwie an diesen Erfolg anzuschließen. Und ich finde, das ist gelungen. Lediglich die 3. Episode hatte so einen kleinen Durchhänger für mich. Ansonsten waren die anderen Episoden wirklich gut. Und ja, es waren ziemlich viele What-the-fuck-Momente dabei. Genauso waren oft traurige Momente dabei, Momente, in denen man sich zerrissen fühlte und nicht wusste, wie soll ich mich entscheiden. Es hatte für mich ziemlich viel Realismus. Ich wünschte mir noch, dass es mehr Optionen geben würde, dass man zum Beispiel sagen könnte, ich will nicht übers Eis gehen. Ich will das nicht. Das ist gefährlich, das ist dumm. Ja, klar, aber inwiefern das möglich ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall freue ich mich auf die 3. Staffel dann, wenn es soweit ist. Und ich muss sagen, die 2. Staffel ist absolut gelungen. Ist wieder ein großartiges Spiel geworden. Eine großartige Story, also Spiel. Naja, es war, glaube ich, noch weniger Spiel als vorher. Aber die Story halt, ne, die ist grandios. Die Charaktere waren auch gut. Ich sag jetzt mal nicht grandios, die waren gut. Also sie hatten alle wirklich einen handfesten Charakter. Sie hatten interessante Charaktere und so weiter. Aber irgendwie fehlte noch das kleine gewisse Extra bei den Charakteren. Ich weiß auch nicht, das, was noch dazu führt, dass man sie ins Herz schließt. Ja, wie eben die anderen Personen. Keine Ahnung. Ich meine, Luke zum Beispiel hat uns von Episode 1 bis 5 begleitet. Ne? Das heißt, den müsste man wirklich ins Herz schließen. Aber er hat jetzt zum Ende einmal Scheiße gebaut und irgendwie hat er zum Ende stark nachgelassen, fand ich. Und das war, ja, naja, kritisch. Interessant ist auf jeden Fall, dass wenn wir hier Jane getötet hätten, dass wir ja im Prinzip wirklich wieder mit einem Charakter weitergekommen wären aus der 1. Episode, aus der 1. Staffel, ne? Das wäre auch, ist auch so. Na gut. Ich möchte euch aber gar nicht großartig voll labern. Ich wollte nur noch ein paar letzte Gedanken loswerden. Schreibt mir unbedingt eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Hättet ihr euch vielleicht irgendwo anders entschieden? Wo seht ihr noch Potenzial im Spiel? Was kann man besser machen? Was hat euch richtig gut gefallen? Schreibt mir da einfach mal ein paar Aufsätze rein. Mich interessieren eure Meinungen wirklich sehr, sehr.
zu diesem Spiel, denn ich finde, es ist ein großartiges Spiel, was noch mehr Aufmerksamkeit verdient. Und dann hoffe ich mal, dass ja in der dritten Staffel daran angeschlossen werden kann. Ich finde, dass die erste Staffel war halt so richtig BAM, die zweite war jetzt BUM, also immer noch mehr als gut. Aber jetzt kann dann in der dritten Staffel wieder so ein BAM kommen. Also es ist ja meistens so in Romanen oder so, dass man Steigerung hat, dann geht's wieder runter, dann kommt wieder Spannung, runter, Spannung, runter, Spannung und so weiter, damit sich Spannung neu aufbauen kann. Und so ähnlich sehe ich jetzt hier vielleicht auch diese zweite Staffel im Prinzip, dass die erste wirklich so, Spannung wurde aufgebaut und es gab einen Höhepunkt. Und jetzt musste man erstmal in der zweiten wieder runterkommen. Jetzt gab es einen kleinen Höhepunkt, aber jetzt kann man sicherlich nochmal, ja, weitermachen. Das Problem ist bloß, dass jetzt vielleicht die Charaktere fehlen, die man wirklich ins Herz geschlossen hat. Ich meine, gut, wir hatten beim letzten Mal Omid und Krista. Omids Tod hat mich wirklich berührt in der ersten Episode. Und Krista war immer so, Omid war echt ein geiler Charakter. Es war wirklich schade, dass er gestorben ist. Krista ist so, konnte ich nie so ganz ins Herz schließen. Und sie war ja auch ziemlich demotiviert, zerstört und so weiter. Und ich bin gespannt, was mit ihr noch passieren wird. Ich bin mir sicher, dass wir sie noch treffen werden. Und ja, ansonsten gibt's halt so alte Charaktere nicht mehr. Wir haben jetzt Jane, die haben wir aber auch erst in der zweiten oder dritten, ich glaube in der dritten Episode erst kennengelernt. Von daher kennen wir sie auch noch nicht so lange. Sie hat viel Scheiße jetzt schon verbockt und hat Meinungen, die logisch sind, aber mir auch noch nicht ganz so gefallen. Und von daher bin ich echt gespannt, was sie aus der dritten Episode machen. Es wird mindestens genauso schwer wie die zweite Episode, die zu erstellen, dann eine Story, Charaktere einzuflechten und so weiter. Für meinen Geschmack ist Carver ein bisschen früh gestorben, muss ich sagen. Ich habe echt nicht gedacht, dass er so früh stirbt. Gleich in der dritten Episode. In der zweiten hat man ihn kennengelernt, richtig. In der dritten ist er gestorben. Hätte auch ein Staffelfinale werden können, auf jeden Fall. Auf jeden Fall muss ich sagen, hat mir gefallen, hat mir Spaß gemacht. Und jetzt würde ich euch nicht weiter zulabern. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns in einem anderen Let's Play oder spätestens hoffentlich natürlich wieder in Staffel 3. Bis dahin und tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen und Bewerten.